Robert wurde bei Sturm der Liebe bei dem Anschlag von Christoph verletzt und muss ins Krankenhaus. Er kann sich nicht erklären, wer ihn aus dem Weg räumen wollte, und auch Ariane beteiligt sich an den Spekulationen. Doch als Robert wieder nach Hause darf, geht Christophs Feldzug gegen Ariane weiter. Denn die Polizei steht plötzlich vor ihr und will sie mitnehmen. Der Plan könnte tatsächlich aufgehen, allerdings weiß Werner ebenfalls von Christophs Intrige und ist wütend, dass sein Sohn dabei verletzt wurde. Wird er deshalb der Polizei Christoph als wahren Täter ausliefern? Zur selben Zeit hat Shirin ein paar schöne Stunden mit Henning auf der Gala. Dafür hatte sie ein Kleid eines Fürstenhofgastes geklaut, bringt es aber nach der Gala wieder zurück. Sie wähnt sich in Sicherheit, doch merkt am nächsten Tag mit Schrecken, dass ein Foto der Feier in der Zeitung veröffentlicht wurde und auf diesem ist Shirin in dem geklauten Kleid zu sehen. Ob ihre Aktion auffliegt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15:10 Uhr in der ARD.